Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay. Und wie könnte es anders sein? Ich habe natürlich ein Tier 10 panasiatischen Zerstörer Replay eingesendet worden. Bekommen. Wow, was war das gerade? Von Battle Rabbit aka Stefan, und hier ist seine Mail. Und er beteuert hier, er habe kein Echtgeld eingesetzt, sondern nur Free XP, weil er davon so viel hatte. Sollte ich mich wundern, warum er jetzt schon eine Yu Yang, oh Gott, hat. Und ich muss sagen, ja, das ist doch ganz egal. Auch wenn du Echtgeld einsetzt, das steht natürlich jedem frei, er unterstützt damit das Spiel. Warum ich das nicht mache, ist natürlich klar, weil es heißt dann immer, kannst du mal dieses Schiff fahren, kannst du mal das Schiff fahren, wie bist du das gefahren? Und wenn ich die nicht alle einzeln hochgespielt habe, dann habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung, wovon ich spreche. Und das wäre noch das Übelste, denn ich habe so schon manchmal keine Ahnung, wovon ich spreche. Wie zum Beispiel bei diesem Zerstörer. Und solltet ihr im Hintergrund Bohrgeräusche hören, das liegt an den Bauarbeiten. Aber es hilft alles nichts. Es ist zwar schon 5, aber die haben immer noch nicht aufgehört. Deswegen muss ich es trotzdem aufnehmen. Und was ist eine Yu Yang? Eine Yu Yang ist, ja, wieder mal ein Zerstörer, der eigentlich unter Anführungszeichen schon im Spiel ist. Er sieht nämlich aus wie eine Gearing. Sieht aus wie eine 1A Gearing, ist aber eine L&M Sumner-Klasse anscheinend, die 1970 an China übergeben worden ist. Und ist natürlich eine Weiterentwicklung der Fletcher-Klasse. Ist... Oder sieht zumindest trotzdem so aus wie eine Gearing. Und kann auch das gleiche wie eine Gearing. Also eigentlich könnte es eine Gearing sein, aber dann nehmen wir eine Gearing und schieben das Schiff mit Rohrgewalt 1,5 Meter tiefer ins Wasser. Und das ergibt eine viel geilere Silhouette bei ähnlichen Stats. Ich glaube, die hat sogar um 20 Meter einen geringeren Wendekreis und ein bisschen schnelleres Ruder um 0,2 Sekunden oder so. Jedenfalls bisschen wendiger, bisschen geringerer Wendekreis. Keine normalen Torpedos auf 16,5 Kilometer, sondern 2x5 Tiefsee-Torpedos auf 13,5 Kilometer. Ein Reload von 3 Sekunden je nach Skillung. Und apropos Skillung, hier ist der Captain und der hat in sich, ist schon ein 18er. Ihr seht, was alles drauf ist. Alles, was notwendig ist. Mehr HP, mehr Torpedo-Reload. Ich meine natürlich weniger Torpedo-Reload. Besseres Concealment, etc., etc., etc. Und wenn die Yamato den Kurs beibehält, dann say goodbye. Ja, das ist, wie gesagt, das wird übel. Und Stefan hat mir schon 2 Replays eingesendet, deswegen auch die Info in seiner Mail, dass er schon 2 Replays eingesendet hat. Und ich habe das zweite genommen, weil, ja, er sagt ja, das zweite ist besser. Von daher, warum nicht? Ansonsten, ich bin das Schiff noch nie gefahren. Ich kann jetzt nur laut meiner Gearing ein bisschen drauf reagieren. Und natürlich die Tiefsee-Torpedos, die richtig übel sind. Und wären es doch die vom 20.11., dann wird die Edinburgh jetzt hier nicht so hart drauf gehen. Au, au, au. Die hat aber gespottet, aber das kommt zu spät für die Yamato. Den einen wird sie fressen, oder? Ist knapp. Nein, sie schafft es nicht. Sonst hätte sie auch nur einen genommen, aber habt ihr das gesehen? Ah. Oh. Erstes Blut, vernichtender Schlag. Der Kreuzer, der vorne am Cap unterstützen wollte und sich hier nehmen wollte. Das. Au! Ja, die gehen nicht runter. Aber der unterstützen wollte, der wurde dafür oder damit bestraft. Jetzt ist nur noch eine St. Louis dabei. Gott sei Dank sind die noch nicht alle im High-Tier angekommen, denn. Wie heißt es so schön? Die tiefsten Torpedos sind zwar nicht für DDs gedacht. Aber bei den Gun-DDs, die diese panasiatischen Zerstörer sind, ist das auch nicht weiter schlimm. Es ist natürlich von der Sache, um einen Nebel zu säubern, unter Anführungszeichen, ein bisschen problematischer. Denn die Tiefseewassertorpedos betreffen zum Großteil keine Schiffe, die im Nebel stehen. Außer natürlich die Briten selbst. Aber meistens sitzen halt dann doch DDs im Nebel. Von daher sind sie dafür schlecht. Wenn wir uns momentan aber die Server-Meta ansehen, was den Matchmaker, was die Spiele betrifft, die Schiffe betrifft, die fahren, dann haben wir einfach ein großes Maß an Schlachtschiffen, die jedes Spiel bevölkern. Wenn es 5 sind, sagen wir, wenn es 4 sind, dann haben wir quasi den Durchschnitt schon gesehen. 5 und 6 sind aber auch drin und hier sind es 5 und 6. Ja. Ein schönes Spiel übrigens, oder zumindest gut ausgesucht, denn es sind nur 2 DDs dabei, das bedeutet massiv Schaden möglich.
Und das ist die einzige Krux bei einer DD-Schwemme und bei DDs, die dann keine DDs treffen können mit ihren Torpedos, dass man nämlich wenig Schaden machen könnte, außer in solchen Spielen. In solchen Spielen ist natürlich hoher Schaden prädestiniert. Was haben wir denn für gegnerische DDs? Yering Shimakaze, Shimakaze Yuyang. Ja gut, wie gesagt, von den Werten her ist es wie eine Gearing. Und andere Torpedos. Und tiefer im Wasser. Und, ja, aber das habe ich alles schon gesagt. Deswegen kann man sich auch auf einen Gunfight mit der Gearing einlassen. Aber der große Nachteil ist natürlich, die Gearing kann unterstützend immer noch Torpedos einsetzen. Okay, der ist natürlich jetzt hart. Das Concealment ist super, 5,8. Aber das schützt natürlich nicht für alle. Jetzt wird er ein bisschen greedy. Da war die bekannte Schlachtschiff-AP. Was war das, die 410er der Amagi? Die hat natürlich großen Schaden angerichtet hier. Aber der Smoke ist schon wieder ready. Wieder eine große und sehr gute Eigenschaft der panasiatischen DDs. Quasi Dauersmoke und das sehr, sehr viele, vor allem mit Premium-Consumable. Schaut euch das an. Das ist ein Ritt auf der Kanonenkugel ist das. Oder zeitgemäß auf der Granate. Was zur Hölle, umgeben vom Feinden. Und jetzt wird's lustig. Jemand müsste noch spotten. Warum spottet denn niemand für Stefan? Er hat da noch ein paar Ziele. Ich glaube, die Amagi, deren letztes Stündlein hat geschlagen. Auch die Yamato wird hinten noch was mitnehmen. Wo ist sie? Da ist sie und das war's. Mindestens 3x 17.000 und ein Wasserreibruch 4. Ach, leck mich doch am Arsch. Hat gar nicht so viele gebraucht. Wie gesagt, der Schadensoutput ist übel. Der ist richtig übel. 110.000 in den ersten 6 Minuten. Welches Schiff schafft das schon mit so einer spielenden Leichtigkeit wie hier unsere Yuyang? Wie der Tierzehner der panasiatischen Flotte. Wo ist die Yamato? Frisst die vielleicht auch noch ein Torpedos? Frisst die auch Torpedos? Könnte theoretisch möglich sein, außer die Amagi hat hier der Yamato eine Schneise geschlagen, durch die sie fliehen kann. Aber schaut euch die Salm an. Hai Salm auf den Kurfürst. 2, 5, 6, 1000, 1008. Brände über Brände. 3, 5. Wahnsinn. Das war einem Reload von 3 Sekunden. Das war hier hinten die St. Louis. Die wird jetzt natürlich Gas geben, aber die Torpedos sind schon wieder nachgeladen. Dieser Torpedo-Reload ist einfach. Das ist Wahnsinn. Und jetzt rein hier in den Nebel, denn hier steht eine Minotaur und eine Yamato drin. Ich hoffe für die Minotaur und für die. Ja, ich hoffe für die Minotaur, dass die hydroakustische Suche angemacht hat. 1 Minute 30, 90 Sekunden, nicht mal, muss man warten, bis die hier nachgeladen sind. Das bei dem Schadenspotenzial, das ist übel, lächerlich wenig, das ist. Oh. Na gut, jetzt geht er auf, natürlich. Feuerreichweite 11,9, das ist wieder, wie gesagt, Gearing-Niveau. Er fährt auf die Insel auf, ist das ein Problem? Nein, Herr Smoke ist ready. Dieser DD, der verzeiht sehr viel. Aber muss man jetzt schon sagen, es war kein extrem sauberes Spiel für diese Art von Schaden in dieser Zeit schon von Stefan. Und ich glaube, Stefan weiß das auch selbst, denn die Inseln, die sind doch wahrlich sein Freund. Also er fährt gerne in ihre Nähe und fühlt sich hier wohl. Jetzt muss er wahrscheinlich gehen, denn die Sauer wird auf jeden Fall getorbt haben. Die hat den DD natürlich gesehen. Aber der Smoke mit dem geringen Reload, der rettet ihm den Arsch. Schaut, der Smoke, 1 Minute 9 und 1 Minute 2. Es sind 5 Sekunden Unterschied, das ist fast Dauersmoke. Gut, 5 Sekunden können lang sein, wenn man sie braucht, das kennt jeder. Aber so etwas bietet kaum ein anderer Zerstörer. Da waren die Sau-Torpedos. Das Concealment, 5,8, das ist doch 100 Meter besser als Shima, oder? Er hat doch 5,9. Ich hoffe, Wargaming steigert sich da nicht so rein, dass sie mit jeder neuen Linie mehr wollen, besser wollen, krassere Schiffe, Hashtag Power Creep. Und wenn, dann hoffe ich, dass die Italiener erst 2018 Ende kommen oder so. Dann sind sie nämlich die krassesten. Ach, muss ich das jetzt zensieren? Muss ich das jetzt ausweisen als Content, mit Content Rating, wenn ich jetzt Ficker sage? Na egal, die krassesten Ficker, und ich weiß das jetzt nicht aus. Jeder weiß, wer das gemeint ist. Das hat keinen sexuellen Hintergrund. Die krassesten Ficker der Schlachtschiffe. Nur noch die Russen, die dann zuletzt kamen, waren. Und natürlich die österreichisch-ungarische, königlich-kaiserliche Flotte, der Pre-Dreadnought, Kanonenböten etc. wird dann noch härter sein als die schon bestehenden Schiffe. Das wird ein Spaß. Auf jeden Fall.
Und da kommen 3-4 Torpedos und das war's. 4 Torpedos, 4 Mal. Das müsst ihr auch auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt 12 Torpedos und 12 Wassereinbrüche. Und 4 Torpedos von 4 Wasser, also 4 Wassereinbrüche von 4 Torpedos auf eine Yamato, die einen ausgezeichneten Wasser, also einen Torpedoschutz hat und dementsprechend auch einen Wassereinbruchskoeffizienten, der ein bisschen mehr abhalten sollte als der einer Giulio Cesare, wobei die wurde ja gebufft. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Von daher, das ist eine hundertprozentige, zumindest in diesem Spiel und jetzt, Wassereinbruchswahrscheinlichkeit. Das ist bitter. Das ist, man kann sich oft genug sagen, das ist echt bitter. Wie gesagt, macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Spielt euch so schnell wie möglich hoch. Holt euch geile Stats mit den Schiffen, bevor sie verändert werden. Denn ich habe die Khabarovska erst, seit sie scheiße ist. Unter Anführungszeichen, die ist immer noch gut. Aber sie ist jetzt, glaube ich, an einem Tiefpunkt angelangt. Von allen möglichen Varianten, die jemals implementiert waren. Ebenso wie die Conqueror. Die wurde auch genervt, unter Anführungszeichen. Ist ja immer noch gut, aber sie war schon mal besser. Das war noch easier, damit krassen Schaden zu farmen. Deswegen, beeilt euch, haut rein. Ich komme dann nach Tier 10, wenn er nur noch halb so gut ist. Man muss dann schauen, muss mir dann von Leuten erzählen lassen, du hast auf der Yu Yang ja nur 60k Durchschnittsschaden. Da ist auch 80k locker drin. Ja, pre-rework würde ich da mal sagen. Egal. Ja, 184.000 in einem DD. Wenn ihr ein bisschen die Stats der Schiffe im Kopf hat oder im Auge behält, dann wisst ihr, dass overall die Shima, glaube ich, zwischen 40 und 50k steht und die ziemlich gut ist in diesem Bereich. Vielleicht hebt sich das auch Stück für Stück. Sagen wir, es ist einfach mal... sind wir unrealistisch und sagen, alle Tier 10 DDs haben einen Durchschnitt von 60k. Durchschnittsschaden für jeden Spieler, über alle. Und dann schaut ihr euch die Zahl rechts oben an. Natürlich... Ja, es ist so schön, one in a million, ist es aber nicht, es ist eins von zwei, das mir jetzt eingesendet worden sind und das andere war mit 180 irgendwas 1000 Schaden und das ist jetzt mit 200.000 Schaden. Das heißt, wenn das Schiff weiterhin so performt, dann müssen wir uns innerhalb von einem Monat darauf einstellen, dass da was geändert wird und ha, ich tippe mal ganz stark auf die Oberflächensichtbarkeit der Tiefwassertorpedos und damit meine ich eine Erhöhung derer. Da, Minotaur rechts drin, ist keine Gefahr, wie er sie lässig einfach ignoriert. Seht euch das an, in E3 sieht so aus, als würde sie reinfahren in seinen Sichtbarkeitsbereich hier und er, das interessiert ihn einfach nicht, er fährt einfach chillig davon. Er hat jetzt gesmoked, er ist natürlich offen durch die Yamato, aber die ist auf 6 Kilometer, die Minotaur. Also entweder hat er sie nicht gesehen, das müsste jetzt aber Einschläge hageln hier, oder es interessiert ihn einfach nicht. Es hagelt Einschläge, aber die trifft nicht so gut. Nein, das interessiert ihn nicht, er smoked einfach. Schaut euch an, wie lässig das in diesem Zerstörer geht. Das ist ja, das ist Wahnsinn. Yamato hat es gesehen. Das ist die Frage, drückt sie gerade die S-Taste durch den Tisch in den Boden? Oder denkt sie sich, scheiß drauf, die Flucht nach vorne ist das Einzige, was mich jetzt noch vor dem sicheren Tod rettet. Ja, müssen wir die nächsten Sekunden abwarten. Ich glaube, sie hat Variante 2 gewählt. Durchaus schlauer ist, weil rückwärts wäre sie nicht mehr gekommen. Ja, aber selbst das hat sie einen schlechten Winkel erwischt. Hier sieht es aus, als würde sie zwei Torpedos fressen. Dann wird sie das nicht schützen. 10.000. Und nochmal, was ist es? Zweiten Zieltreffer habe ich nicht mehr gesehen. Schade. Ist eine Flutung, kann sie aber... Kann sie? Hat sie schon repariert? Die hat schon repariert? Nee, jetzt hat sie repariert. Nein, sie... Was passiert denn da? Ah, sie heilt. Ach, ich Idiot. Ich habe eine Veränderung des der HP gesehen und dachte schon, oh, Flutung. Ja, 226.000. First Strike, Großkaliber. Übel, übel, übel. Und da kommen jetzt nur noch die Pömmeltorpedos hier an der Minotaur. Na, die sind nicht so geil wie die anderen. Wie gesagt... Gibt zwar viele DDs, in einem Spiel, wo man 5 DDs als Gegner hat, macht man natürlich augenscheinlich weniger Schaden, das ist klar. Je dicker die Schiffe und je mehr davon dabei sind, desto mehr Schaden sind möglich. Ist aber generell in jedem Gefecht so, aber es trifft erhöht im Maße für einen panasiatischen DD zu, denn, wie gesagt, mit seinen Torpedos trifft er nur die größeren Schiffe, die mit mehr Tiefgang.
Nein, es ist jetzt klassenabhängig, nur die D sind gefeit. Das ist natürlich ein brutales Gefecht, 545.000 mit Premium-Tarnung, glaube ich sogar. 562, ja gut, das ist halt ein Fünftel. Ein Zehntel der Gesamt-HP hier, da wurden mit Flagge nachgeholfen, ein Haufen Auszeichnungen. Und seht euch es nochmal an, 15 Zieltreffer und 14 Wassereinbrüche verursacht. Ich glaube, der letzte war dann kein Wassereinbruch mehr, aber das ist einfach übel. Natürlich Platz 1 mit dem Schaden, mit 1494 bei einer Niederlage. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, das ist schwierig zu erreichen. Alles über 1000 bei einer Niederlage ist enorm. Und natürlich sieht man hier die fetten Schiffe, auf die Schaden gemacht wurde. Das ist jetzt endlich mal ein DD, der dafür gemacht wurde, Kreuzer und Schlachtschiffe zu jagen. Ansonsten sagt man bei den Gunboats ja immer, es ist ein DD-Hunter, damit werden quasi die Japaner unter Druck gesetzt. Hier aber, ja, eigentlich wird alles unter Druck gesetzt. Und mit Premium, mit Modifikatoren, 368.000 plus, trotz Niederlage, da muss man, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Also ich freue mich hart auf mein weiteres DD-Spiel. Ich glaube, ich werde die Schlachtschiffe jetzt mal ein bisschen beiseite lassen. Ich werde wieder ein bisschen mit den DDs auffüllen. Mal schauen, wie sich das auf meinen Durchschnittsschaden auswirkt. Wahrscheinlich nicht gut, da ich nur sehr wenige Gefechte auf Tier 10 gefahren bin. Ich glaube, nicht mal 400 bei meinen 6000 Gefechten. Nichtsdestotrotz muss ich die Linie spielen. Ich will sie haben. Danke euch fürs Zusehen. Was haltet ihr vom Tier 10er von diesem Replay? Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.